Nach altem siebenbürgischen Brauch feiern wir heute das Kronenfest und zwar seit 22 Jahren hier in diesem schönen Pfarrgarten St. Andreas. Jahr für Jahr, ohne Unterbrechung und ohne wetterbedingte Absagen. Und wir wollen hoffen, dass es heute auch so bleibt. Wir haben den Segen von oben, den Segen von Pfarrer Küffer, also kann nichts mehr schiefgehen. Vielen Dank, lieber Gottfried, vielen Dank, liebe Ehrengäste, liebe Redner. Ich kann meine Zettel wegschmeißen, weil alles, was ich mir irgendwo notiert hatte, ist schon gesagt worden und gesprochen worden. Und wir schwitzen hier oben, wir schwitzen hier unten, deswegen möchte ich es auch nicht lange in die Länge dehnen. Ich freue mich nur sehr, wieder hier oben stehen zu dürfen. Ich mache das jetzt schon einige Jahre und jedes Mal überlege ich mir, was soll ich Neues, was soll ich anderes sagen zu diesem Ablauf? Macht es überhaupt Sinn, was Neues, was anderes zu sagen? Meiner Meinung nach nein. Denn das Kronenfest ist ein traditionelles Fest und diese Tradition soll so weitergegeben werden, wie sie auch ist, ohne Veränderungen und ohne neuen, modernen Einflüsse. Schön, du darfst gerne in Begleitung von deinen Freunden, von deinen Kameraden nach in die Mitte gehen, um dich ein bisschen vorzubereiten für den Kronenaufstieg. Ich höre im Hintergrund, höre ich schon einige Jubelrufe. Das sind bestimmt Freunde von dir, die aus Ingolstadt mitgekommen sind. Sicherlich fragen sich die einen oder anderen, wieso Ingolstadt? Haben wir in Augsburg keine Jungs? Doch, wir haben in Augsburg viele Jungs und wir haben die letzten Jahre auch gesehen, dass die auch steigen können. Dieses Jahr hat es sich ein bisschen anders entwickelt und zwar hat ihn was ganz Besonderes nach Augsburg verschlagen. Die Liebe zu einer Frau, die hat ihn nach Augsburg gebracht und in Ingolstadt ist er vor 2 Jahren bereits auf die Krone gestiegen und die Ingolstädter Krone ist jetzt nicht gerade so groß wie unsere, die ist ein bisschen kleiner und er hat gesagt, für ihn ist es eine Ehre, die Augsburger Krone mal hinaufsteigen zu dürfen. Diese Ehre darfst du heute gerne annehmen. Wir begleiten dich natürlich, die Blaskapelle auch. Und ich hatte es vorhin gesagt, die Liebe hat ihn hierher verschlagen. Ich habe mich ein bisschen erkundigt und ich weiß es auch noch ein bisschen so, weil ich selber in Siebenbürgen noch Kronenfeste miterlebt habe, aber damals war ich noch klein. Dieses Kronenfest, das war immer so ein Marktplatz, wo man gesehen hat, wer marschiert jetzt mit wem, wer tanzt mit wem. Der ein oder andere tanzt ein bisschen öfters mit dem einen Mädel. Das war so ein bisschen ein Marktplatz, wo man sich die Paare angeschaut hat und geguckt hat, wo könnte das nächste Brautpaar entstehen. Und ja, lieber Markus, vielleicht ist die Anita Zink die Braut, die du irgendwann einmal vor den Trauertal führst. Wir werden es sehen. Aber unabhängig davon darfst du heute die Krone hinaufklettern und wir hoffen, dass du das auch schaffst. Du hast es zumindest gezeigt in Ingolstadt, dass du es kannst. Und die paar Meter, die Augsburger Krone höher ist, werden sicherlich schwer sein. Aber wir sind guten Mutes, dass du das packst. Bist du soweit oder soll ich noch was sagen? Alles klar, dann sage ich, liebe Blaskapelle, bitte begleitet ihn und Sie alle dürfen mitfeiern und ihn nach oben tragen.
Theater.